Nicole, dritte bei deinem, kann man sagen, Heimrennen in Ingolstadt. Wie fällt so kurz nach dem Rennen dein Fazit aus? Es war heute warm, es war anstrengend. Ich hätte ja gern mal gewonnen. Ich war jetzt schon zweimal Zweite, jetzt bin ich Dritte. Aber trotzdem, ich bin super zufrieden und es hat total Spaß gemacht. Und das Heimrennen ist immer was ganz Besonderes. Jetzt waren die Bedingungen ja heute, man könnte fast schon sagen, hawaiianisch, also sehr warm, beziehungsweise halt gerade auch so früh schon im Jahr. Ist dir das entgegengekommen oder hast du auch da ein bisschen Probleme damit gehabt? Ja, ich habe heute schon auch ein bisschen Probleme damit gehabt, weil es halt die lange Zeit jetzt schon relativ kühl war. Auch die Woche über war es noch relativ kühl und heute war es halt schon extrem warm. Also das Schwimmen im See war angenehm mit Neopren, aber ansonsten war es schon ganz schön warm. Also gerade beim Laufen habe ich schon auch ganz schön gespürt. Jetzt zum Rennen, ich glaube, die gewonnen hat, war vorne weg. Darüber warst du sicherlich informiert. Hast du da mal die Chance gesehen, sie noch zu bekommen? Es war zwischendurch, haben sie mal gesagt, dass ich schon wieder aufhole mit 2,5 Minuten, dass ich schon 5 Minuten Rückstand hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht doch nochmal, dass nach vorne was geht. Aber der Abstand hat sie dann, glaube ich, nicht mehr verringert. Also ja, nee. Die war einfach den Deut schneller heute. Jetzt ist es so, bei dir steht ja ein ganz großes Projekt an, abseits von den großen Triathlon-Strecken. Es geht zum Race Across America als Staffel. Kannst du uns da mal ein bisschen was von dem Projekt erzählen? Ja, an dem Projekt bin ich schon ziemlich lange dran und eigentlich wollte man letztes Jahr schon fahren, da ist uns dann allerdings eine schwere Verletzung von meinem Mann dazwischen gekommen. Jetzt gehen wir dieses Jahr an. Wir fahren, also in 2 Wochen bin ich schon in Amerika, in 3 Wochen sitze ich schon am Radl. Zu 4 Zimmer mit der Heike Funk, nicht mit der Heike, mit der Heike Pries, mit der Christine Weitz und die Mona Dietl. Ja, und wir fahren halt die Strecke 4800 Kilometer nonstop durch Amerika und sind da schon sehr gespannt. Und dementsprechend war natürlich das Radeltraining jetzt ein bisschen mehr wie das Triathlon-Training die letzten Tage und Wochen. Wie bereitet man sich da vom Radlfahren drauf vor? Ja, jetzt eigentlich auch nicht recht viel anders wie beim Triathlon. Die Strecken sind halt ein bisschen länger, beziehungsweise ich habe dieses Jahr wirklich mein reines Rennradl-Trainingslager gemacht. Ich bin also so gut wie nicht gelaufen, nur ein bisschen geschwommen und habe mich echt aufs Radlfahren konzentriert. Aber ansonsten versucht man einfach möglichst lange am Radl zu sitzen. Aber das ist ja bei einer Langdistanz beim Triathlon genauso. Wird dann da auch materialmäßig alles optimiert? Ich habe jetzt mal so eine Männerstaffel gesehen, die da wirklich wie im Viererzeitfahren immer angetreten sind, sage ich mal so. Ja gut, also materialmäßig waren wir ja schon alle 4 ziemlich gut ausgestattet und wir fahren auch mit eigenem Material, weil wir keinen Radlsponsor mehr gefunden haben. Das macht es uns jetzt ein bisschen schwer, weil wir natürlich alle verschiedene Komponenten haben. Das heißt, auch Ersatzmaterial müssen wir ganz ordentlich mit nach Amerika nehmen. Aber ich denke, materialtechnisch schon mal ganz gut ausgerüstet. Ich bin mal sehr gespannt. Wir werden das auch trotz Triathlon-Hauptsaison etwas verfolgen, wie es euch da geht und wünschen da viel Erfolg und ja, dass das Sitzfleisch durchhält die ganze Zeit. Ja, danke schön. Man kann uns ja auf Facebook auch gut verfolgen. Wir versuchen auch immer mal wieder einen Live-Ticker hinzubekommen. Von dem her an alle, die uns verfolgen wollen und mal über Facebook uns Grüße aus der Heimat schicken. Wir sind um alles froh. Unser Team liest uns auch alles immer brav vor dann. Danke. Okay.